This is a community for the Amazon Underground. One foot in the shadows, one foot on the bricks, one step towards the gallows, where it's quiet and safe. From the time I was born, through all of my days, try to catch my breath out of the womb and into the flames, searching for the neon path. I've been waiting my whole life in the crossfire, yeah. I've been hiding my whole life in the crossfire, yeah, the crossfire. Every time I move, every step that I take, everywhere I look, it's right in front of my face. One foot in the shadows, one foot on the brakes, one foot toward the gallows, where it's quiet and safe. Every step that I take, every step that I take, every step that I take, that I take, every step that I take, lost in the motions, locked in the safe, trying to forget the key, and I know where I lost it, but I'm never safe. One day it was taken from me. I've been waiting my whole life in the crossfire, yeah. I've been hiding my whole life in the crossfire, yeah, the crossfire. Every time I move, every step that I take, everywhere I look, it's right in front of my face. One foot in the shadows, one foot on the brakes, one foot toward the gallows, where it's quiet and safe. Every step that I take, every step that I take, 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 every step that I take. Everywhere I look, it's right in front of my face. One foot in the shadows, one foot on the brakes. Can't shake this voice that keeps calling my name. Every step that I take, every step that I take, every step that I take, every step that I take. Every step that I take.
cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all lessons. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. Could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Here we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat and just the afterlife. But you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. Herzlich willkommen zum Staffelfinale der Dienstring-NXT-Staffel. Die finale Folge steht unter dem großen Motto Lottery und wir haben das erste Match gelost bekommen, ein First Blood Match zwischen dem gerade zum Ring kommenden Fred Connor und dem noch ungeschlagenen Zeta Riemann. Mein Name ist Hells Guardian und an meiner Seite ist wieder einmal mein werter Kollege Showstopper. Hallo Showstopper. Hallo Hells und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an unsere Fans da draußen zur fünften Ausgabe von NXT in dieser neunten Staffel, der letzten Ausgabe vor dem Pay-Per-View. Und wie passend es ist, dass wir mit einer Lethal Lottery abschließen und hier dann auch noch mit einem First Blood Match beginnen, das wird sich nachher noch zeigen, denn jetzt stehen ja auch die quasi Eliminierungen an. Denn nächste Woche wird ja bekannt gegeben werden, wer NXT gewinnen wird. Doch bevor es soweit ist, haben wir heute natürlich noch einige Matches, auf die wir uns sehr freuen und bei denen wir uns auch sehr überraschen müssen. Denn außer dem Main Event zwischen Gulak und Tyson Kidd steht bislang kein Match fest. Was allerdings feststeht, ist die Challenge der heutigen Staffel oder der heutigen Ausgabe. Und Mr. Kennedy, Ken Kennedy, hat gesagt, definiere dich selbst. Und jetzt stelle ich dir die Frage, lieber Held. Was meinst du, wie viele Zettel hier mit der Aufschrift Du bist Lisa Simpson sehen werden, die von einem Aushilfslehrer verteilt worden sind, der wie Dustin Hoffman klingt? Das wäre ja prädestiniert für Zeta Riemann, aber ich glaube, wir haben eben schon gesehen, dass er heute keine Zettel am Schreiben ist. Und was er hier definitiv versucht, ist frühzeitig auf das Gesicht von Fred Connor loszugehen. Das lässt uns eigentlich gar keine große Zeit zu überlegen, wer hier quasi das Match direkt gewinnen will, weil Riemann direkt sagt, was Sache ist.
Aber wie wir natürlich wissen, verlässt sich Riemann da nicht auf das, was er sagt, sondern auf das, was er rechnet. Momentan rechnet er allerdings nicht mit dieser Offensive von Fred Connor, der zusammen mit unserem Mathematiker sich außerhalb des Rings befindet und dort einige schöne Aktionen zeigt, die allerdings noch nicht zum Bluten führen. Ja, und in der Vorwoche haben wir ja bereits gesehen, dass Seta Riemann in einem harten Duell zu bluten begann. Er ist auf jeden Fall nicht so unbesiegbar, wie er uns bis jetzt glauben machen will. Er ist zwar ungeschlagen, aber wenn er in diesem Match zu unvorsichtig zu Werke geht, kann es ihm schnell den Sieg kosten. Das sicherlich. Er wird natürlich dort sehr vorsichtig sein müssen. Andererseits muss er generell auch aufpassen, denn Fred Connor ist jemand, der den Kampfsport drin gelernt hat, der weiß, wie man boxt, wie man Tritte austeilt und der natürlich dementsprechend auch weiß, wie man am leichtesten seinen Gegner zum Bluten bringen kann. Wobei er natürlich eine, ja, im wahrsten des Wortes große Herausforderung in diesem Fall hat, denn Seta Riemann ist mit Ausnahme des Kopfes komplett bekleidet, sodass nicht sehr viel Fläche übrig ist, die zum Bluten einlädt. So, und jetzt sehen wir hier gerade, dass im Ring Fred Connor Fluchttest mit Riemann machen will. Und da kommt dann auf einmal eine unbekannte Musik. Und irgendjemand versucht, zum Ring zu kommen. Fred Connor erwartet ihn schon, aber irgendwie war das nur ein falscher Alarm. Und das gab Seta Riemann wieder die Chance für ein Comeback. Jetzt ist Riemann auch wieder drin im Match, zeigt hier einige schöne Dropkicks gegen Fred Connor, der sich darüber sicherlich ärgern wird, denn Dropkicks sind eigentlich bekannt aus dem Connor Country, aber da hat er jetzt doch einige Tritte einstecken müssen, doch jetzt ist er auch wieder mitten im Match, konnte jetzt doch zurückkommen und selber wieder einige Schläge austeilen. Ja, und gerade wo Fred Connor hier einige Vorarms verteilen will, kommt Seta Riemann mit seinen mathematisch-physikalischen logischen Schlussfolgerungen und hebelt Connor einfach über das oberste Seil auf den Apron und holt ihn zurück mit einem Suplex vom mittleren Seil. Also das ist unfassbar, was wir in dieser Staffel für innovative Aktionen der NXT-Rookies sehen. Nichts ganz so innovativ war der Einsatz dieses Schlagstocks, so wie es aussah, mit dem Seta Riemann versucht hat, Fred Connors Stirn zu ondulieren. Es hat allerdings nicht den gewünschten Effekt gehabt und nachdem Riemann gesehen hat, dass er sich damit verkalkuliert hat, hat er diesen Schlagstock auch schnell wieder entfernt. Sicher, dass das ein Metallstock war und nicht sein Rechenschieber, also das hätte ja durchaus Teil seines Gimmicks sein können. Da hat Fred Connor aber nochmal richtig Glück gehabt, dass er nach dem ersten Schlag direkt sein Gerät losgeworden ist. Da hat Riemann wohl vergessen, dass es in einem First Blood Match keine Disqualifikation gibt, soweit ich weiß. Ja, aber normalerweise sollte man meinen, dass Seta Riemann, wenn es ein Rechenschieber wäre, viel besser weiß, wie man dieses Gerät einsetzen muss. Bislang hat es auf jeden Fall nicht zum Erfolg geführt. Auch jetzt wieder auf den Matten sehen wir, dass es Riemann fleißig versucht. Er es allerdings nicht schafft, Connor zum Bluten zu kriegen. Ja, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Aktionen gehen hier zielstrebig in das Gesicht von Fred Connor. Diese ganzen gesprungenen Fistbumps hier von Riemann zeigen so langsam die Wirkung. Er verneigt sich vor dem Publikum hier in der Berliner Knochenmühle und Connor regt sich kaum noch. Also das hätte ich jetzt von jemandem mit so viel Kampfsport-Hintergrund nicht gedacht, dass man sich so leicht von Seta Riemann abspeisen lässt. Aber er zeigt halt die ganze Staffel durchweg gute Leistung. Okay, das mit seinem Rechenschieber hätte er jetzt durchaus lassen können. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber so ist es halt manchmal, wenn die Regeln außer Kraft genommen werden. Moment. Was ist das? Das ist Samoa Joe. Was zur Hölle? Samoa Joe in der Knochenmühle. Und er kommt in den Ring mit 1-1-0-Nacken. Jemand auf die Matte und verschwindet. Wieder. Was zum Teufel ist hier los? Ich kann es dir nicht beantworten. Auf jeden Fall bricht hier gerade die Hölle aus.
Samoa Joe ist im Ring gewesen, hat sich daran gemacht, Zeta Riemann anzugreifen. Kommt jetzt allerdings ins Match zurück, schafft es, einen Ansatz zum Sliced Bread zu kontern und einen X-Factor zu zeigen. Und jetzt sehen wir einen schönen Cobra-Clutch-Slam gegen Fred Connor. Ja, eine sehr schöne Aktion. Allerdings ist das nicht zielführend, weil diese Aktion wohl kaum jemanden zum Bluten bringt. Natürlich ist es nicht final zielführend, aber es ist natürlich nicht unschädlich, den Gegner erstmal zu schwächen, damit er sich nicht wehren kann, damit er den harten Attacken nicht ausweichen kann, damit er sie nicht blocken kann. Fred Connor holt sich eine Leiter. Also ich muss wirklich sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber seit dem Eingriff von Samoa Joe ist Connor wieder im Match. Das ist er definitiv und er zeigt auch, dass mit ihm immer noch nicht zu spaßen ist, dass er mit jemandem wie Zeta Riemann durchaus mitgehen kann. Jetzt nimmt er ihn hoch und was wird das? Könnte das der FKO werden? Tatsache, es ist der FKO. Es bringt zwar hier nicht allzu viel, aber es wird auf jeden Fall Wirkung zeigen. Ja, wenn diese Aktion jetzt hier auf den Rechenschieber oder die Leiter stattgefunden hätte, statt auf einer bloßen Matte oder direkt auf dem Steinboden des Einmarschbereiches, dann hätte es wirklich hier schon zu Ende sein können. Aber der Schaden ist trotzdem angerichtet. Ja, wenn es auf den Beton gegangen wäre, dann hätte es wahrscheinlich nicht nur den Sieg für Fred Connor gegeben, sondern gleichzeitig auch noch eine Suspendierung. So gibt es jetzt allerdings erstmal einen schönen Backdrop-Driver gegen Zeta Riemann, der nach wie vor immer wieder auf die Matte muss. Und jetzt schlägt Connor nur noch wie ein Wilder um sich und versucht, dieses Match zu gewinnen. Ja, die Suspendierung hätte es vielleicht auch Finisher auf Beton gegeben. Was es jetzt mit Steinplatten hat, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich meine, der Härtegrad dürfte identisch sein. Vermutlich. Jetzt sehen wir Fred Connor auf dem obersten Ringseil. Ich glaube, das sollte ein Knee Drop werden. Da konnte Zeta Riemann allerdings ausweichen. Ja, das war auch eine sehr ungewohnte Aktion. Ich kann mich nicht daran erinnern, in dieser Staffel Fred Connor einmal auf dem obersten Seil gesehen zu haben. Und nach dem Resultat wissen wir wohl auch, warum. Nicht umsonst heißt er bei Twitter auch Fight Set Fred, Fred und nicht Flight Set Fred. Das ist allerdings egal, denn hier hat er es geschafft, mit einem schönen Tritt gegen die Stirn von Zeta Riemann diese zum Bluten zu bringen. Und damit hat Fred Connor dieses Match gewonnen. Unfassbar, das macht ein Gehör genau ins Gesicht. Und das war natürlich hier die Entscheidung, so ein Tritt. Also wenn da nicht irgendwas anfängt zu bluten, dann hast du einfach nicht genug Kraft in deinem Bein. Aber wir haben ja in der Vorwoche gesehen, dass Connor seinen Bruder nachgeahmt hat und Dropkicks geübt hat. Und wahrscheinlich hat er da genug Kraft im Bein gehabt, um Riemann hier zum Bluten zu bringen. Und nicht nur das, damit hat er es auch geschafft, die einzige noch verbliebene Streak bei NXT zu beenden. Zeta Riemann ist schlagbar, das hat er jetzt bewiesen. Und ja, auf jeden Fall ein schönes Ende für dieses wirklich spannende Match.
探し続けるの限りなく切ない明日の spektakulären Opener, wo wir ein First-Blood-Match zwischen Fred Connor und seinem Gegner Zeta Riemann gesehen haben, haben wir nun wieder ein Match, was keinen regulären Pinfall hat, denn wir werden gleich ein Tag-Team-Match sehen, wo es um den ersten Knockout geht. Das heißt, wir haben quasi keine Regeln, wieder muss jemand ausgenockt werden. Das erste Team, was zum Ring kommt, ist Joseph Kent, der von seinem Manager Grant Rogers begleitet wird, und seine und deren Gegner sind Heavy Machinery. Ja, das wird sicherlich ein interessantes Aufeinandertreffen, zumal ja Joseph Kent und Grant Rogers sowieso angekündigt haben, dass sie sich mit Heavy Machinery auseinandersetzen müssen. Man könnte jetzt meinen, dass die schon wussten, wer ihre Gegner werden, auch wenn Grant Rogers ja offiziell nur der Manager von Joseph Kent ist. Zwinker, zwinker. Ja, wir haben in dieser Staffel schon öfter gesehen, dass die beiden Waffen verbinden. Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, wenn man einen Athleten mehr hat. Rogers scheint ja auch kein schlechter Wrestler zu sein, aber ein wenig mehr Manager und ein bisschen mehr kennt, hätte dem Ganzen sicherlich gut getan. Das sicherlich. Ganz im Gegensatz dazu haben sich die beiden, die wir jetzt auf dem Weg zum Ring sehen, immer als Einheit präsentiert und auch immer als Team präsentiert. Und wenngleich Tucker Knight derjenige ist, der ja, in einer gewissen Weise auch der Babysitter für uns darstellt, so haben sie doch beide bewiesen, dass sie wirklich etablierte und auch gute Tag Team Wrestler sind. Und ich sehe durchaus Chancen, dass sie auch dieses Match wieder erfolgreich bestreiten können. Gestartet, macht sich richtig gut. Ich bin hier durchaus auf das Resultat gespannt. Wirklich ein Knockout sehe ich jetzt bei niemandem. Bis jetzt habe ich natürlich immer nur das Technische oder halt das Kraftvolle gesehen. Aber nun müssten die vier mal einen anderen Weg gehen. Also ich denke, es ist relativ unstreitig, dass Heavy Machinery in Sachen Kraft sicherlich den Vorteil haben, wenn wir mal von Grant Rogers bionischem Arm absehen, den er auch hier für einen schönen Bionic Diving Elbow eingesetzt hat. Aber grundsätzlich sollte Heavy Machinery da schon etwas bevorteilt sein. Gerade Joseph Kent ist ja eher derjenige, der eher leicht durch die Lüfte segelt, und dann hat man eigentlich nicht die Masse, um jemanden K.O. zu schlagen. Durchaus richtig, aber du musst daran denken, dass wir in den letzten Wochen halt schon... Oh, wir sehen gerade eine Doppelteam-Aktion von Heavy Machinery gegen Rogers. Das könnte es eventuell schon gewesen sein. Aber ich wollte gerade sagen, Kent hat ja die letzten Wochen mit seinem Coast-to-Coast diverse Gegner aus dem Weg geräumt. Und wenn er erstmal anfängt zu fliegen und einschlägt wie ein Komet, dann steht auch keiner mehr auf. Das sicherlich, aber er sollte natürlich trotzdem darauf achten, dass man ihm den Sieg nicht stiehlt. Genauso wie jetzt
Grant Rogers einen Tag gestohlen hat. Denn jetzt ist Joseph Kent wieder drin gegen Tucker Knight, der jetzt allerdings einen schönen krachenden Overhead Belly-to-Belly zeigt. Das ist Otis, aber ja, wir sehen, unsere beiden Bauarbeiter haben definitiv den Kraftvorteil auf ihrer Seite. Ja, und weißt du, woran das liegt? Weil der Bagger heilig ist. Das würde ich nicht zu laut sagen. Ich glaube, wenn man das zu laut sagt, dann erscheint irgendwann Walter hinter einem und choppt einen. Also, nee, besser nicht. Ist das nicht so, wie man dreht sich dreimal im Kreis und sagt Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice und dann kommt Walter? Aber ich glaube, wir haben sogar schon die ersten Einblendungen während der Show gehabt, dass sich Ringkampf dazu schon geäußert hat. Also es ist vollkommen richtig, das lassen sie sich definitiv nicht gefallen. Das kann man sich auch bei den beiden oder bei den dreien, denen die Matte heilig ist, nicht vorstellen. Ganz im Gegensatz natürlich zu Heavy Machinery, denen sind eher die Stakes heilig. Nicht heilig ist denen auf jeden Fall Joseph Kent, so wie er hier durch die Gegend geschleudert wird. Könnte man meinen, er ist der fleischgewordene Superman, aber Superman gewinnt normalerweise. Ja, vollkommen richtig, es sei denn, Batman kommt mit einem Schlagring voller Kryptonit. Ich meine mich an eine Comicserie in der Richtung erinnern zu können. Aber darum geht's hier absolut nicht. Ich bin gespannt, wie das Ganze weiter in den nächsten Wochen verlaufen wird. Man könnte natürlich auch am Ringkampfstelle einfach mal sagen, wow, sie versuchen sich so zu definieren wie wir, dass ihnen etwas heilig ist. Da kann man auch ein bisschen Anerkennung kriegen, aber irgendwie sind die drei absolute Spaßbremsen in dem Punkt. Also die nehmen das wirklich bierernst. Zu Recht, wenn du mich fragst, aber man könnte gerade bei NXT Rookies, die ihren Weg suchen, vielleicht mal ein Auge zudrücken. Die drei waren ja schließlich in der letzten Staffel auch Teil von NXT. Ja, aber ich könnte sie da verstehen. Ich glaube, auch ein Minoru Suzuki wäre da nicht anders, während wir hier einen schönen Northern Lights Suplex von Brent Rogers sehen, der heute mal komplett in Blau antritt. Das ist, glaube ich, auch ein neues Attire, was er hier zeigt. Er schafft es auch etwas besser mit Otis mitzuhalten, was den Kraftaspekt angeht. Aber auch hier zeigt Otis wieder diesen wunderschönen Overhead Belly to Belly. Also, ja, ringen kann er scheinbar, Kraft hat er. Das kann böse werden für unsere heute wohl eher Suicide Squad, wenn man sieht, gegen wen sie antreten müssen. Und da geht Rogers in die Seile und räumt seinen Partner Kent auch noch ab. Also heute läuft es für Kent und Rogers nicht wirklich gut. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht mit dem Gesagten. Und es sieht momentan wirklich ganz gut aus für Heavy Machinery. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich so bleibt oder ob wir wie eben bei Connor gegen Riemann vielleicht noch irgendwo eine Überraschung in Form eines Samoa Joe-Auftritts haben. Das wäre natürlich an dieser Stelle ganz interessant. Vielleicht wird es ja auch nicht Samoa Joe, sondern Damien Sandow oder Shinsuke Nakamura. Wir wissen ja nicht, wer alles aus dem Stable heute da ist. Hier sehen wir allerdings nochmal eine schöne Double-Team-Aktion von Heavy Machinery. Das wäre regulär vielleicht ein Finish gewesen. Ich bin auf jeden Fall überrascht, wie gut und wie hoch Tucker Knight springen kann. Ja, das ist absolut bemerkenswert. Wenn du jetzt zum Beispiel an Murat Kanun denkst, der eigentlich noch einen Kopf größer ist als Tucker Knight und der ständig mit irgendwelchen Springboard-Aktionen kommt. Also nichts ist unmöglich, wenn man an NXT-Rookies denkt. Vor allem nicht, wenn man sich anschaut, was auch ein Freddy B. mit seinen gefühlten 2,10 Meter hier geleistet hat. Ich sage nur La Mystica. Jetzt sehen wir Taki aber wieder in seinem traditionelleren Element, das heißt Leute durch die Gegend schleudern und schmeißen, so wie es sich für ihn nun mal gehört.
Ja, sehr schöne Aktion, die Tucker Knight zeigt. Er scheint wirklich unbegrenzte Kraft zu haben. Was man im Gegensatz zu Grant Rogers momentan nicht wirklich behaupten kann. Also selbst mit seinem bionischen Arm kommt da momentan nicht wirklich viel an Offensive. Knight hat das Ganze momentan wirklich unter Kontrolle. Ja gut, vielleicht ist Grant Rogers da auch nur die Energie ausgegangen. Hast du vielleicht irgendwie eine Powerbank oder so mit, die er dann per USB anschließen könnte, damit er vielleicht wieder ein bisschen Saft hat? Wenn er den passenden Anschluss hat in der heutigen Zeit mit diesen ganzen USB-C etc., weiß ich nicht, ob wir hier für Grant Rogers die richtige Stromquelle haben. Und wir sehen hier wieder einen wunderbaren Apron Suplex, diesmal von Tucker Knight. Diese Aktion ist wirklich unglaublich. Die zeigt aber auch wieder, was für Kraft, über was für Kräfte Tucker Knight verfügt. Ja, wer Bagger fährt, muss auch in der Lage sein, gut kräftig zu sein, um das, um diese Maschine wirklich unter Kontrolle zu halten. Und das zeigt er hier auch, auch wenn jetzt ja, Grant Rogers wieder etwas Energie gefunden hat. Vielleicht ist irgendwo unter dem Ring eine induktive Ladeplatte angebracht. Das würde erklären, warum er die ganze Zeit am Boden lag. Er wollte seinen Arm aufladen. Ja, das wäre definitiv eine Erklärung. Normalerweise haben Ringe sowas nicht. Das wäre dann hier quasi eine Neuerung. Aber er scheint wirklich wie ausgewechselt zu sein, ohne wirklich eine Pause bekommen zu haben. Dieser Grant Rogers ist wirklich eine Wundertüte. Und jetzt geht es erstmal nach draußen. Tucker Knight will einen Running Power Slam zeigen. Den kann Grant Rogers blocken. Jetzt gibt es hier einen schönen kräftigen Schlagabtausch. Wobei ich mich wundere, normalerweise müsste sich da Grant Rogers allein mit der steinernen Faust viel besser durchsetzen können, im Gegensatz zu Tucker Knight. Jetzt zeigt er den Bionic Elbow, aber irgendwie mit dem nicht-bionischen Arm. Also das muss Grant Rogers nochmal hinkriegen. Dann ist das quasi der Non-Bionic Elbow. Quasi, ja. Ja, und wie wir gerade sehen, ist der Ringrichter hier am Auszählen. Also kann hier in diesem Match wohl nicht nur durch Knockout gewonnen werden. Das wäre hier natürlich interessant, wenn in einem Knockout-Match kein Knockout passiert. Aber wir haben hier einen 20-Count in unserer Promotion. Von daher vergeht sehr, sehr viel Zeit, bis dann wirklich mal jemand ausgezählt wird. Andererseits wäre natürlich ein Double Countout hier bei Saw sehr traditionell. Es wäre Saw, wie es früher einmal war, aber wir sind ja in der Neuzeit, wir sind bei NXT und da wird es keine Countouts geben. Da gibt es auch keine Wechsel, denn Tucky und Grant Rogers sind jetzt schon eine ganze Weile im Ring und teilen munter gegeneinander aus. Schöner Neckcrank jetzt hier von Tucker Knight, aber so kriegt man niemanden wirklich bewusstlos. Aber Knight nimmt Maß und zeigt jetzt hier den... Wird das der Digging Deep sein? Es ist der Digging Deep! Und Rogers ist K.O. Das Party unten mit eigentlich die Grant Rogers wirklich keinen Millimeter mehr. Was ins Match hier von Heavy Machinery und die haben dem Team aus Wrestler und Manager wirklich so gar keine Chance gelassen. Und es ist nicht verwunderlich, dass ausgerechnet der Manager ja den K.O. einstecken musste. Es war ein böser Digging Deep und meines Erachtens ist Grant Rogers da böse auf den Kopf aufgekommen. Also es würde mich wundern, wenn Rogers künftig nochmal so ohne Probleme in den Ring steigen kann. Jetzt ist er jedenfalls erstmal K.O. und wir schauen uns die nächsten Challenges an. Don't know how.
could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look on your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you?
Thank you.
Und wir sind zurück zu unserem sensationellen Triple Threat TLC-Bet. Und als erstes haben wir das Mitglied des Shaolin Express, Deng Jimin, der zum Ring kommt. Fans in der Knochenmühle sind komplett auf dem Häuschen. Was dieses Match angeht, da hat man wirklich nicht Kosten und Mühen gescheut, hier in der Knochenmühle irgendwie etwas über dem Ring anbringen zu können, um es mit der Leiter runterzuholen. Das ist sensationell, was wir hier bei Simulated Action Wrestling auffahren, um unsere Fans zu unterhalten. Und als nächsten Teilnehmer haben wir Eddie Edwards. Eddie Edwards hat heute bereits die sensationelle Challenge gezeigt, die ihn genau definiert. Und da hat man wirklich die kompletten Facetten dieses Privatdienstes gezeigt. Er steht zu seinen Taten, zu seinen Worten. Er ist der Mann, der sich durch Taten definiert. Und dieses Ganze, was er heute abgeliefert hat, war wirklich ganz große Klasse. Und ich bin gespannt, ob er in diesem TLC-Match bereits übt. Denn für nächste Woche zu unserem NXT TakeOver Special haben wir bereits das erste Match fix. Und zwar haben wir ein Ladder-Match zwischen Drew Gulak, dem Challenge-Sieger der Vorwoche, den wir später im Main-Event noch gegen Tyson Kidd sehen werden, und Eddie Edwards. Das wird ein sensationeller Fight. Und hier in diesem TLC-Match kann er natürlich schon direkt mit der Leiter üben. Und last but not least kommt natürlich Jordan James zum Ring. Und Jordan James hat sehr gut bei dieser NXT-Staffel angefangen, musste dann aber doch in den letzten Wochen peu à peu den Weg nach unten antreten. Mehr unfreiwillig natürlich, aber in seinen Challenges scheint er immer mehr Probleme zu bekommen. Sich wirklich zu definieren, hat er diese Woche auch noch nicht wirklich geschafft. Ich bin gespannt, ob er da vielleicht noch im Laufe der Show eine Lösung finden wird. Aber bis jetzt sieht es so aus, als ob er wieder an einer Challenge scheitern wird. Und das wird natürlich schwierig, so an einen Main-Roster-Vertrag zu kommen. Geschweige denn an ein richtiges Wrestling-Outfit. Aber wir drücken diesem jungen Mann natürlich die Daumen, dass er sich hier durchsetzen kann, seinen Weg macht und sich an die Spitze kämpfen kann. Aber da muss hier natürlich erstmal ein Sieg her. Oh, es ist angerichtet, das Match beginnt und wir sehen direkt einen Wahnsinns-Move hier von Jordan James zu Beginn, während Eddie Edwards sich das Ganze erstmal von außen ansieht und sich direkt die Leiter holt. Sehen wir hier direkt noch die nächste Neckbreaker-Aktion gegen Jimin. Aber ja, jetzt ist es das erstmal für das Mitglied des Shaolin Expresses gewesen und Jordan James macht einfach munter weiter mit seiner Offensive und streckt Edwards nieder. Jetzt hat Eddie Edwards hier das Match unter Kontrolle mit seiner Leiter, streckte hier ein ums andere Mal seine Kontrahenten nieder. Deng Jimin versucht sich hier diese Leiter zu holen und kassiert ebenfalls einen Schlag damit. Das ist natürlich sehr, sehr gut für Edwards, der sich hier natürlich schon mal super drauf vorbereiten kann, wenn er nächste Woche gegen Gulak in einem Ladder-Match antritt. Aber in dieser Woche muss er direkt zwei Gegner ausschalten. Aber mit der Leiter bewaffnet scheint er momentan einen guten Lauf zu haben. Ja.
Und da ist der Lauf je beendet. Und Eddie Edwards muss samt Leiter nach draußen. Springboard Moonsault jetzt von Jordan James ins Leere. Aber Jimin kann hier nicht fortsetzen. Wird direkt mit einem Armdrag niedergestreckt. Und da kommt direkt der KI Crusher hinterher. Zum zweiten Mal in diesem Match streckt er den Chinesen mit diesem Move nieder. Es ist wirklich effektiv, was Jordan James hier macht. Und auch wenn er Probleme hat mit seinen Challenges, glaube ich wirklich, dass er sich hier mehr und mehr in den Matches ins Zeug legt, um nicht den Anschluss zu verlieren. Und da zeigt Deng Jiming einfach den Standing Moonsault, quasi den Finisher von Jordan James, und verhöhnt seinen Gegner damit natürlich aufs Extremste. Das ist natürlich unfassbar, was er hier zeigt. Und jetzt sehen wir Eddie Edwards, der auf der Leiter ist und den Koffer, der da oben hängt, versucht abzumachen. Die Chancen sind natürlich gut, weil Deng Jiming noch angeschlagen ist, weil Jordan James auch noch angeschlagen ist. Aber Jiming ist jetzt auch auf der Leiter und attackiert Eddie Edwards. Ja, und jetzt sehen wir hier natürlich einen harten Schlagabtausch zwischen Edwards und Deng Jiming. Und das ist natürlich etwas, wo Edwards wirklich im Nahkampf seine größten Stärken hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er direkt an den Verschluss geht und den Koffer lösen will. Aber da kommt Jordan James natürlich zurück und versucht zu verhindern. Aber irgendwie scheint es ihm hier nicht zu gelingen, Eddie Edwards wirklich von der Leiter zu befördern. Es hat aber auf jeden Fall gereicht, um Eddie Edwards vom Koffer abzubringen. Und jetzt hat er es auch geschafft, Eddie Edwards etwas abrutschen zu lassen. Er schnappt sich Edwards. Wunderschöne Powerbomb hier von Jordan James gegen Eddie Edwards. Das Duell der Alliterationen, wie mir gerade auffällt. Da ist Deng Jiming definitiv ein bisschen draußen, genau wie er jetzt außerhalb des Ringes ist, während nun Jordan James auf der Leiter steht und versucht, den Koffer zu lösen. Ja, und da ist Jiming außerhalb des Ringes natürlich auch noch auf die Tischkante gefallen, die bereits neben dem Ring postiert wurde. Bis jetzt haben wir noch nicht wirklich viel von Table, Ladders and Chairs gesehen, vor allem nicht von den Stühlen. Aber da ist das Ganze auch schon vorbei, denn Jordan James schnappt sich den Koffer und gewinnt dieses Match. Clever gemacht von James. Ja, wenigstens ein positiver Abschluss für den bisher gebrauchten Arm von James. Aber ich hatte ja vorhin schon spekuliert, vielleicht sehen wir ja später, wie er seine Challenge noch irgendwie zum Positiven wenden will. Ansonsten, dieser Sieg ist definitiv erstmal, worauf er stolz sein kann. Es ist übrigens auch schon der vierte Sieg in dieser Staffel. Also nach der Auftaktniederlage im Three-Way hat er sich definitiv gemacht. Ja, vollkommen richtig. Auch wenn er fällt, sich auf Obdecken absolut entscheidet, macht er es immer noch in seinen Matches sehr, sehr ordentlich. Und das ist natürlich auch nicht zu verachten für einen so jungen Rookie. Mercy, 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 but none of them are moving.
Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. I'm back.
El coco no. No te me subas al coco, no. No te me subas al coco, no. No, nena, no. Al coco, no. Al coco, no. Y vamos a bailar la cumbia. Wird gleich tatsächlich gegen Murat Kanum antreten in einem Hell in a Cell Match. Es ist unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie wir dieses ganze Gebilde hier in die Knochenmühle reinbekommen haben. Aber hier ist sie. Die Zelle steht und wir werden gleich eine wahre Schlacht sehen. Und das ist gerade einmal der Co-Main Event. Wir sehen ja später noch Drew Gulak gegen Tyson Kidd. Das ist unfassbar, was wir hier heute in dieser Show raushauen. Das definitiv, und nach dem, was ich jetzt vom CEO Cyrus gelesen habe, kann ja auch nicht fassen, was hier für diese Show rausgehauen wird an Geldern, denn er befürchtet, dass der Käfig sehr teuer ist. Allerdings kann ich ihn beruhigen, wir sind hier in Berlin, da ist der Käfig nicht teuer, wir haben einfach den Zaun vom bedürftigen Zaun in Kreuzberg geklaut. So hat mir die Elemente, der Käfig hat uns nichts gekostet. Sehen wir auch schon seinen Gegner auf dem Weg zum Ring. Der Uigure, Murat Kanum, der uns vorhin noch gezeigt hat, was er künftig mit den Gegnern des Shaolin Express bei ECW machen wird, ist nun selber im Ring und wird uns jetzt zeigen, was er nun gedenkt gegen Kenny Omega zu unternehmen.
und da ist auch schon die Melodie, die da noch auf die Zelle nach unten fahren wird. Die gute alte Thunder Rumba Musik. Und da ist die Zelle unten und das Match beginnt. Und Murat Kanum greift direkt an und kann sich in den ersten Momenten gut gegen Kenny Omega durchsetzen, der jetzt allerdings einen Dropkick gegen Kanum versucht. Ja, da muss Kanum noch nicht mal ausweichen. Er hat so viel Masse, dass er das einfach blockt. Ja, da ist Kenny Omega einfach mal abgeprallt, als ob er vor eine Wand gelaufen wäre. Da muss er sich jetzt definitiv was anderes einfallen lassen. Und da kommt einfach mal so die Spanish Fly aus dem Nichts. Unfassbar. Unglaubliche Aktion, die wir hier sehen. Allerdings haben die beiden auch bewiesen, dass sie durchaus zu spektakulären Aktionen fähig sind. Gerade Murat hat uns ja auch mit seiner Größe relativ überrascht, aber auch von Kenny Omega haben wir schon einige schöne Aktionen während seiner NXT-Laufbahn gesehen. Also von daher glaube ich auch, dass das ein sehr ausgeglichenes Match zwischen den beiden werden wird. Ja, davon gehe ich mal aus. Beide sind ja noch relativ unerfahren. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die einfache Reichweite von Kanun, die Größe, die hier natürlich vorspielt, und die Gewaltbereitschaft des Uiguren. Das sieht erstmal nicht gut aus für Kenny Omega, aber er hat natürlich Vitamin B in Form von Kota Ibushi. Das heißt, er wird mit Sicherheit einiges in Erfahrung gebracht haben, wie man sich in Wrestling-Matches so behaupten kann. Das wird hier eine ganz, ganz enge Kiste. Auf jeden Fall hat er heute schon bewiesen, dass er sich auch in Musical-Nummern behaupten kann, denn er hat doch gezeigt, dass in ihm oder an ihm ein kleiner Sänger verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist er jetzt allerdings hier auch außerhalb des Rings, denn Murat Kanum hat ihn jetzt einfach mal mit seiner Plauze umgehauen. Ja. Ja, da zeigt sich wieder mal, was die größere Griffabwehr ausmachen kann. Momentan ist Kanum hier außerhalb des Rings doch wesentlich im Vorteil und er schafft es, ja, Kenny Omega im wahrsten Sinne des Wortes einmal um den Ring zu prügeln. Ja, wäre das jetzt hier ein Giant Swing, würde die Menge in der Knochenmühle natürlich fleißig mitzählen. So dauert es natürlich, bis die Fans zum ersten Mal eins rufen können. Ich bin gespannt, wie lange das Ganze jetzt noch so weitergehen wird, und kaum sage ich es, wird Omega auch schon in den Ring gerollt. Letzten Endes muss natürlich dieser Kampf im Ring entschieden werden. Es gibt keinen Count-Out, es gibt keine Disqualifikationen, aber es gibt eben auch nur den Pinfall und die Submission im Ring. Und ja, darauf arbeitet Murat Kanum definitiv gerade hin, denn Kenny Omega liegt auch wieder am Boden, aber ich glaube, dass auch er keine Chance hat, sich hier induktiv aufzuladen. Nee, dafür fehlt ihm definitiv der bionische Arm, und stattdessen sehen wir jetzt hier einen Stretch Muffler von Kanum gegen Kenny Omega, und was für eine Aktion. Die haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Sie war ja damals ein Finisher von Sami Callihan, aber das Ganze ist schon Ewigkeiten her, und nun ist natürlich ein Hühner, wie Kanum einer ist, prädestiniert, um diesen Move wirklich wieder salonfähig zu machen. Wenn man mit ungefähr 1,5 Sami Callihans ist, ist es natürlich definitiv ein Zeichen. Er kann natürlich die Kraft und den Hebel besser ansetzen. Genau wie bei dieser, keine Ahnung, wie ich diesen Move nennen sollte. Da hat er doch einfach mal, ja, irgendwie so eine Art. Ja, das ist unfassbar. Das ist hier eine Kraftdemonstration von Kanum. Er wirft hier Kenny Omega um sich, als ob er einfach nur ein Sack Reis wäre. Ich weiß, das ist grenzwertig, diese Aussage, aber nichts anderes ist Kenny Omega hier. Und ich glaube, nach seiner letzten Woche, er ist ja noch nach Japan geflogen, kam kurz vor knapp erst wieder zurück. Er ist wahrscheinlich total übermüdet und wird hier einfach rumgeworfen wie ein Sack. Das ist Wahnsinn. Ja, da vielleicht die
Assoziation mit dem Sack Reis bei Kenny Omega nicht so ganz passt, können wir uns natürlich immer an Kanada wenden und da ist er halt ein Sack Milch. Und hier sehen wir nun den uigurischen Destroyer gegen Kenny Omega, der jetzt definitiv geplättet am Boden liegt. Ja, und diese Aktion hat er ja in der Challenge diese Woche vor wenigen Augenblicken erst noch gegen seinen Tag-Team-Partner gezeigt. Also was das sollte, weiß ich nicht. Aber Deng Jiming wird hier definitiv nicht mehr eingreifen können. Der wird sich heute nämlich gar nicht mehr bewegen. Nachdem er vorhin mit dem Kopf gegen den Tisch geknallt ist, definitiv nicht mehr. Allerdings, wer das aufgenommen hat, bitte mal schicken. Ich glaube, daraus kann man ein schönes GIF für Kommentare auf Twitter oder ähnliches. Von was genau? Wie der Kopf auf den Tisch geknallt ist. Oh ja, das war quasi die Entscheidung eben. Hier ist allerdings die Entscheidung noch nicht getroffen. Wir sehen jetzt wieder einen Ansatz zum uigurischen Destroyer. Und auch dieses Mal geht er durch. Kenny Omega hat momentan keine Chance, sich wirklich gegen den Uiguren zu wehren. Und er fliegt weiter munter durch. Ja, also wenn er von seinem Freund Kota Ibushi eins gelernt haben müsste, um hier noch irgendwie eine Chance in diesem Match zu haben, dann wie man permanent einstecken kann und trotzdem noch irgendwie einen Körperteil bewegen kann, um dieses Match zu entscheiden. Das sieht bis jetzt wirklich furchtbar aus für Kenny Omega. Kaum haben wir es angesprochen, hat er es jetzt doch geschafft, Murat Kanum auf den Boden zu befördern. Dafür kann sich Kenny Omega natürlich feiern lassen. Er sollte sich nur nicht zu lange feiern, denn das könnte jemand wie Murat Kanum natürlich auch ausnutzen, denn er scheint auch gut einstecken zu können. Durchaus richtig, aber was sehen wir jetzt hier für eine Aktion? Es ist doch, heute ist wirklich der Tag der Springboard Middle Rope Suplexen und jetzt sehen wir hier doch tatsächlich einen Fisherman Suplex vom Apron von Kenny Omega. Also unfassbar, wo er die Kraft hernimmt, diesen Koloss hier durch den Ring zu werfen. Unfassbar, nach all dem, was er eingesteckt hat, zeigt er hier so eine Aktion. Allerdings reicht sie trotzdem nur für einen Two-Count. Jetzt nimmt Kenny Omega Murat Kanum allerdings nochmal hoch. Das ist der One-Winged Angel. One-Winged Angel gegen Murat Kanum. Quasi aus dem Nichts und der Referee beginnt den Pinfall zu zählen. Oh, es ist die Entscheidung. Kenny Omega besiegt Murat Kanum nach einer förmlichen Führung. Aber irgendwie bringt er den One-Winged Angel durch und holt sich hier Tatsache den Sieg. Es ist unglaublich, nachdem Murat Kanum dieses Match wirklich, man kann es durchaus sagen, dominiert hat, ist ihm das Schicksal aller Dominatoren zuteil geworden. Er hat nicht aufgepasst, musste diesen Second Rope Fisherman Suplex einstecken. Danach der One-Winged Angel und Kenny Omega, durch sein Musical heute wirklich geflügelt ist, hat es geschafft und hat sich gegen den Uiguren durchgesetzt. Sehen wir den Tabellenkrieger der Frau, der auf seinen Wunschrivalen trifft, Tyson Kidd.
einmal Disco King der Nacht. Oh yeah, 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 yeah. Diese Nacht ist für mich gemacht. Disco King der Nacht. Oh yeah, 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 yeah. Diese Nacht ist für mich gemacht. Oh yeah, 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 yeah. Einmal Disco King der Nacht. So, nun ist es doch tatsächlich Zeit für das letzte NXT-Wochenshow-Match für 2020. Und wir haben den Main-Event aller Main-Events. Das, was alle Submission- und Technik-begeisterten Wrestling-Fans ein Herz aufgehen lässt. Und zwar das Duell zwischen Drew Gulak und dem ehemaligen NXT-Teilnehmer und ehemaligen Initial Ignition Champion und Rekordregent dieses Titels, Tyson Kidd. Das wird eine richtige Technikschlacht und ich freue mich darauf. Es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Drew Gulak, der hier mit dem ehemaligen Saw Ignition Champion in den Ring steigt, also ein Gegner, der noch in der vergangenen Staffel bewiesen hat, dass er wirklich zu den Topstars bei Ignition gehört, der dann allerdings den Titel an Kota Ibushi abgeben musste und ja, der sicherlich einer der stärksten Gegner sein wird, die wir in der aktuellen Staffel von NXT in einem der Main Events gesehen haben. Gut, Kota Ibushi war ja eben ein gewählter Challenge-Gegner und dieser Mann hat einen Sieg. Aber ja, Tyson Kidd ist ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Er hat so viele Leute geschlagen, er ist auf dem Weg steil nach oben und ihn zu schlagen, das ist wirklich die härteste Aufgabe bisher für Drew Gulak. Das auf jeden Fall und bei ihm wissen wir auch schon, wie es in der kommenden Woche bei NXT TakeOver weitergehen wird. Denn dort wird er ein Match gegen Eddie Edwards bestreiten, um das mysteriöse Buch, das sich die beiden die ganze Zeit schlagen. Jetzt gilt der Fokus aber erstmal der Gegenwart. Er gilt Tyson Kidd, der auch diesen ersten Lockup für sich gewinnen entscheiden kann. Und da geht das Match los und wir sehen im ersten Lockup klare Vorteile für Tyson Kidd. Aber das haben wir uns schon fast gedacht. Und das sollte auch so sein. Ja. Das sollte auch so sein. Schließlich ist Tyson Kidd der erfahrenere Mann von den beiden. Und er sollte da natürlich auch erstmal seine Vorteile ausspielen. Definitiv, aber Drew Gulak kämpft sich hier gut rein. Es ist jetzt nicht so, als ob wir zurückerinnert werden an das Duell zwischen Kota Ibushi und Fred Connor, wo Connor ja schon sehr vorgeführt worden ist. Also Gulak stellt sich bis jetzt gar nicht so schlecht an. Mit was für einer Kraft hier Drew Gulak Tyson Kidd hochhält, ehe er ihn wieder absetzt. Aber der Griff kann nicht verlängert bzw. verändert werden, denn Tyson Kidd kann sich befreien. Da zeigt sich natürlich, dass der Kanadier noch viel zu fit ist, um an dieser Stelle aufgeben zu müssen. Und wir sehen einen Suplex, ohne aufs mittlere Seil zu steigen vom Apron. Und einen schönen Springboard Moonsault hinterher. Aber Gulak ist hellwach und kann wegrollen.
Das ganze Match verlagert sich jetzt ein wenig nach draußen. Kaum sage ich es, gehen beide Akteure wieder in den Ring. Da, wo wahres Mat Wrestling gewrestelt werden muss, im Ring. Die Matte ist schließlich heilig, um nochmal auf Ringkampf und Heavy Machinery zu kommen, die wir ja zu Beginn der Show gesehen haben. Und jetzt sehen wir hier einen schönen Chinlock von Tyson Kidd, um Drew Gulak erstmal ein wenig die Luft zu nehmen. Da kann sich Gulak allerdings wieder befreien und zeigt jetzt hier einige schöne Aktionen gegen Tyson Kidd, der jetzt sich von dem ehemaligen Herrscher der PowerPoint-Präsentation stretchen lassen muss. Ein Air-Sex-Cover-Versuch von Gulak, aber es geht nicht einmal bis eins. Ja, man könnte immer noch davon sprechen, dass wir gerade erst in der Anfangsphase dieses Matches sind. Wir sind zwar schon 4,5 Minuten im Match, aber wie erwartet ist dieses Match ein sehr technisches Match, was sehr viel auf der Ringmatte stattfindet, wo natürlich erstmal Griffe ausgetauscht werden und noch nicht wirklich viel Ausdauer verloren geht. Kaum sage ich, kommt Tyson Kidd hier angeflogen mit einer schönen Aktion gegen den Arm und er macht direkt weiter. Und jetzt wird allmählich von Tyson Kidd daran gearbeitet, den Gulak zu verhindern. Jetzt sehen wir auch einen schönen Inverted DDT gegen Drew Gulak, der allerdings hier durchaus zeigt, dass er mit dem ehemaligen Ignition Champion mithalten kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Bewerbung für das Main Roster. Durchaus richtig. Drew Gulak macht es bis jetzt richtig gut, kassiert hier allerdings einen Neckbreaker und bringt Tyson Kidd wieder aufs oberste Seil. Aber wird er die Aktion jetzt wirklich bringen können? Nein, Drew Gulak kann ihn abfangen, ins Leere schicken und zeigt jetzt hier ein Torture Rack Slam und lässt sich von der Masse in der Berliner Knochenmühle ausbuhen. Jetzt versucht er es mit einer Powerbomb, doch da kann Tyson Kidd kontern. Es geht in einen Sunset Flip und es wird zum Cover. Reicht das? Tatsache, es hat gereicht. Und ich war der Recount. Und Tyson Kidd rollt sich sofort aus dem Ring heraus und verschwindet. Also macht kein Upset hier vom NXT. Erfahrenen Vollprofi von Ignition. Er rollt hier durch die Powerbomb durch in den Sunset Flip. Ich hätte gedacht, Gulak nimmt das Rope Break an. Stattdessen war es das. Da hat er ihn aber komplett auf dem falschen Fuß erwischt und all seine Erfahrungen gezeigt, beziehungsweise die Unerfahrenheit von Gulak. Aber wir sehen, Drew Gulak ist mit der Entscheidung nicht zufrieden. Das wird sicherlich noch ein Nachspiel haben. Das kann diesem Mann allerdings egal sein. Tyson Kidd kann seinen Sieg feiern. Ja, Gulak beschwert sich hier im Ring. Hat Ringrichter auch versucht, hier noch deutlich zu machen, dass er doch eigentlich unter dem Seil lag. Naja, gut, das Recount ist passiert und dementsprechend verabschieden wir uns hier schon für den heutigen Abend. Nächste Woche sehen wir das NXT TakeOver Special. Das waren die Wochenshows von NXT. Die Staffel ist beendet. Ich bin gespannt, wer diese Challenge gewinnen wird, wer NXT gewinnen wird. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, unter anderem mit dem Ladder Match zwischen Eddie Edwards und Drew Gulak. Bis dahin, folgt uns in den sozialen Medien, schaut euch uns unseren Stream auf YouTube an und tschüss, bis dann. Yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Prince